Tja, Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video. Hier zu einem allerersten Technik-Review. Ja, es ist gerade noch ein bisschen komisch für mich. Ich habe es alles ein bisschen umgebaut für dieses Video. Ich hoffe mal, es wird gut, denn wie gesagt, ich habe noch nie so ein Technik-Review gemacht. Also bitte erwartet jetzt keine krasse Leistung von mir wie von anderen Technik-YouTubern, denn ich bin normalerweise so Real-Life- und Gaming-YouTuber und nicht so Technik-Review-YouTuber. Aber ich hätte mir gedacht, das ist eine Challenge und diese Challenge möchte ich auf jeden Fall einfach mal bestreiten und mein Bestes versuchen. Und ja, here we go. Also, heute geht es um dieses Teil hier. Das ist der MacBook Pro 13 Zoll mit dem neuen Apple M1 Chip. Ich habe das Ding jetzt seit circa 3 Monaten unter voller Benutzung. Also sprich Videoschnitt, Fotobearbeitung, das ganze Programm. Und kann euch jetzt wirklich sagen, für wen dieses Produkt geeignet ist und für wen es nicht geeignet ist, beziehungsweise was es kann und was es nicht kann. Also ja, ich würde sagen, viel Spaß bei diesem Video. Vorab ist es ganz, ganz wichtig zu sagen, dass ich von einem MacBook Pro 13 Zoll aus dem Frühjahr 2015 komme. Also sprich, die Technik, die in meinem alten Computer drin war, die kommt so aus 2015, 2014. Dementsprechend war natürlich der Switch auf diesen neuen Computer ziemlich groß für mich, weil die Technik sich jetzt in, was, 6 Jahren doch ziemlich stark weiterentwickelt hat. Dementsprechend muss man das halt auch mit einberechnen, wenn ich zu Sachen sage, dass dieser Computer schnell ist. Für mich wird hier einiges schneller sein, beziehungsweise einfach anders sein als für euch. Denn wenn ihr zum Beispiel von einem 2018er Modell kommt, dann wird das Ding vielleicht nicht ein ganz so großes Upgrade sein, wie es für mich halt das Upgrade war. Ja, einfach für so ein bisschen Kontext, beim alten MacBook hatte ich noch MagSafe, USB 3.0, Thunderbolt-Anschlüsse, ein kleineres Touchpad, aber hat auch, wie gesagt, die Geschwindigkeit hat so langsam nachgelassen. Aber gut, zu dem neuen Computer. Das ist, wie gesagt, das MacBook Pro Modell mit 13 Zoll. Ist jetzt ein Space Gray, also wenn wir mal so ein bisschen umdrehen, so sieht das Ganze äußerlich aus. Da habt ihr jetzt mal eine ungefähre Vorstellung, wie das auch bei euch aussehen könnte. Ich habe hier das Modell mit 512 GB internen Speicher und mit 16 GB RAM, also sprich Arbeitsspeicher. Ist auf jeden Fall ziemlich krass, war auch nicht ganz billig, kann ich so bestätigen. Ne? Aber ja, das ist nicht das Basismodell, sprich die Basismodelle werden eventuell ein bisschen langsamer sein als dieses Gerät. Aber gut, fangen wir erstmal mit dem Äußeren an vom MacBook Pro generell. Wir haben zwei Farben, welches ziemlich langweilig ist, Space Gray und Silber. Ich finde Space Gray cooler, aber das muss jeder selbst entscheiden. Ne? Aber natürlich, wie immer, sehr, sehr gutes Material, sehr, sehr hochwertig verbaut. Also Design kann Apple. Man kann Apple so viel haten, wie man möchte. Design können sie. Das Display ist, wie gesagt, 13 Zoll groß und wir haben hier eine Displayauflösung von 2580 mal 1600 Pixeln. Das ist wirklich diese Retina-Auflösung von Apple und das ist ganz schön gut. Also wirklich, man hat ja nicht das Gefühl, hier irgendwo auf der schlechten Maschine zu arbeiten. Das ist hier wirklich hohe Qualität, beides für einfach das Äußere, aber auch fürs Display. Die einzige Kritik, die ich am Display habe, ist der Displayrand. Der ist ein bisschen groß. Klar, ist jetzt nicht so wahnsinnig kriegsentscheidend, also man kann damit leben. Allerdings, vor allem, wenn man sich zum Beispiel einige Windows-PCs anguckt, einige Windows-Maschinen anguckt, da merkt man schon, dass da die Macs, sagen wir mal, ein bisschen nicht auf dem neuesten Stand sind. Sagen wir es einfach mal so. Aber gut, kommen wir zu einem der etwas spannenderen Teile für mich: die Touchbar und Touch-ID, denn das hatte ich davor nicht. Die Touchbar ist, ja, mal ganz nett. Ich bin ganz ehrlich, sie ist unhilfreicher, als ich sie mir vorgestellt habe. Ich habe mir vorgestellt, dass ich diese Touchbar wirklich in fast allen Apps immer irgendwie brauchen kann. Naja, also ein paar Sachen, die ich sagen kann. Der Lautstärkeregler, dass es einfach so funktioniert, wie es funktioniert, ist schon ziemlich cool. Und natürlich die Emojis. Das muss man auch so ganz klar gesagt haben. Die Emojis sind schon extrem cool. Aber bei so Sachen wie Videoschnitt oder Fotobearbeitung muss ich ganz ehrlich sagen, für einen Anfänger ist es bestimmt hilfreich, weil es einfach wirklich hilfreiche Tools sind. Für alle, die wissen, was sie tun, also einfach für alle Fortgeschrittenen etc. Ich bin auch einer davon mittlerweile, ich weiß aber so ein bisschen, was ich tue in Final Cut.
Ich bin ganz ehrlich, jedes Command B oder Command N geht schneller. Man kann auch Sachen auf der Touchbar machen. So ist es nicht. Aber vor allem in Final Cuts nutze ich die Touchbar viel, viel weniger, als ich mir original vorgestellt habe. Also, ist dir es wert? Naja, es kommt drauf an. Wenn man überhaupt nicht weiß, was man tut, generell noch extrem viel Hilfe braucht, dann ja, kann sie wirklich extrem hilfreich sein. Wenn man schon ein bisschen fortgeschritten ist, sprich man weiß schon so ein bisschen, was man da eigentlich macht. Naja, sie ist nicht ein Hindernis, aber sie hilft einem auch nicht sonderlich viel weiter. Sie ist einfach da, aber macht nicht besonders viel, wenn das irgendwie Sinn macht. Allerdings, wenn man sie noch nie genutzt hat, kann ich bestätigen, sie mal zu nutzen, ist ganz nice und ganz nett. Kann ich bestätigen, ist wirklich, der erste Eindruck ist so, wow. Aber braucht man sie jetzt 4, 5 Jahre lang? Ich würde sagen, nein. Also, sie würde jetzt nicht stören in 4, 5 Jahren, glaube ich nicht. Aber es wird jetzt kein Tool sein, was man jetzt 5 Jahre lang wirklich unbedingt braucht und man ohne nicht mehr leben kann. Aber gut, jetzt nochmal zur Touch-ID. Touch-ID ist wirklich gut. Also wirklich einfach nur gut, zuverlässig und hilfreich und schnell. Beim Anschalten des Computers muss man zwar immer noch sein Passwort eintippen, wie auch beim iPhone oder beim iPad. Aber wenn man den Computer kurz runterklappt, um einfach kurz 5 Minuten was anderes zu machen, dann wieder aufklappt und dann Touch-ID nutzt, ist es wirklich schnell, zuverlässig und einfach nur nice. Also Touch-ID-mäßig hat Apple wirklich einiges richtig gemacht. Dann die Tastatur. Das ist ja bei diesem Modell wieder etwas Neues und ich kann auf jeden Fall sagen, vor allem im Vergleich zu meinem alten MacBook, es ist schon nice. Also es hört sich jetzt gerade ein bisschen komisch an, aber es ist eine Art Premium-Gefühl. Und ich weiß, es hört sich komisch an, aber man hat einfach das Gefühl, auf was richtig Luxuriösem und etwas richtig Tollem und Teurem zu tippen. Also es fühlt sich wirklich ziemlich cool an. Ich weiß, es hört sich ein bisschen komisch an. Zum Touchpad, ja, viel zu sagen kann ich nicht, denn das Ding ist einfach groß und nice, funktioniert immer zuverlässig, aber es hat ein Touchpad. So spannend ist halt auch wiederum nicht. Also halt ja gut Force Touch und diese ganzen Sachen von Apple, die funktionieren natürlich einwandfrei. Ja. Gut, jetzt mal zu dem Thema, was die meisten, sagen wir mal, ein bisschen stört. Die Anschlüsse. An diesem Computer haben wir an der Seite hier zweimal USB 4 bzw. USB-C Anschluss und hier einen Kopfhöreranschluss. Das war's. Das sind alle Anschlüsse. So, mehr haben wir nicht. Das heißt, kein HDMI-Anschluss, kein SD-Karten-Slot, kein VGA-Anschluss, wer das immer noch braucht, kein Thunderbolt-Anschluss, beziehungsweise Thunderbolt in der Form von USB 4 gibt es ja, aber es ist kein alter Thunderbolt-Port, den man auch von den alten Macs gekannt haben. Allerdings, wenn man sich mal anguckt, was diese beiden USB-C-Anschlüsse so alles können, dann wird einem auf einmal bewusst, warum es nur USB-C-Anschlüsse sind. Denn mit USB-C kann man den Computer aufladen, man kann externe Festplatten anschließen, also sprich auch Daten transferieren. Du kannst externe Mikrofone, Webcams, whatever anschließen und du kannst den Computer einfach nur anhand des USB-C-Kabels an einen externen Monitor verbinden. Und das Ganze beinhaltet Ton und Bild. Also schon ziemlich krass. Der Kopfhöreranschluss ist einfach ein langweiliger Kopfhöreranschluss. Das war's. Da gibt es nicht mehr zu sagen. Das ist einfach ein Kopfhöreranschluss. Ja. Und das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, denn ich komme ja von einem Computer, der so richtig viele Anschlüsse hatte. Aber irgendwie reicht es. So, ich hatte nie wirklich das dringende Bedürfnis, nochmal ca. 6 Anschlüsse zu benötigen. Denn ich habe eine externe Festplatte, die ich anschließen kann. Ansonsten muss ich das Ding ab und zu mal aufladen. Und ja, sonst brauche ich es eigentlich gar nicht. Für eine USB 3.0 bzw. für alle SD-Karten, sonst habe ich einen Adapter gekauft. Der geht einfach ganz leicht in den USB-C-Anschluss rein und dann ist gut. Ja, also als ich mir diese Anschlüsse angeguckt habe, habe ich wirklich gedacht, dass das nicht genug ist. Ich bin wirklich positiv überrascht worden. Gut, klar, an alle, die jetzt ca. 6 Sachen an ihren Computern brauchen, die werden wohl oder übel ein Hub brauchen für USB-C. Aber für alle, die einfach ein bisschen Video schneiden wollen, beziehungsweise einfach externe Festplatte reinmachen wollen und dann halt aufladen, ey, es reicht komplett aus. Dann gibt es natürlich auch noch die Mikrofone. Die wurden im MacBook Pro im Vergleich zum MacBook Air ein bisschen verbessert.
Ich spiele jetzt mal ganz kurz den Ton ab von dem Mikrofon. Das ist das Mikrofon des MacBook Pro 13 Zoll mit dem M1. Das ist das Mikrofon von diesem Computer. Ja, das ist der Test. Here we go. Also ja, ihr könnt ja selbst entscheiden, ob die Dinger gut genug sind für euch oder nicht. Also sie sind jetzt nicht gemacht für irgendwelche krasse Podcasts, aber sie sind okay. Also man kann sich jetzt nicht krass darüber beschweren. Gut, jetzt zur Batterie. Das Ding hat wirklich eine Batterie, das habe ich zuvor noch nicht gesehen. Also ernsthaft jetzt. Du hast tagelang Batterie. Wirklich tagelang. Selbst wenn ich Videos schneide, Fotos bearbeite, daneben noch ein bisschen Webbrowser, ich krieg das Ding einfach beim besten Willen nicht in einem Tag alle. Es geht einfach nicht. Wenn ich Videos schneide, dann brauche ich meistens 2 bis 3 Tage. Und wenn ich surfe, dann, naja, gut mal 3 bis 5 Tage. Also das Ding, es hält wirklich Ewigkeiten gefühlt. Am Stück verspricht der Apple 20 Stunden. Das habe ich jetzt nicht ausführlich getestet, denn naja, der Rechner ist halt, es ist halt mein Hauptrechner. Es ist halt, ich habe halt keinen Ersatzrechner noch, ne? Es ist halt mein Hauptcomputer. Deswegen habe ich das Ding immer für die Schule gebraucht, aber auch für meine persönlichen YouTube-Videos und so weiter und so fort. Aber ich sag mal so, von dem, was ich gesehen habe, von dem Akku, kann ich es mir gut vorstellen, dass diese 20 Stunden wirklich 20 Stunden sind. Also ich sehe es als realistisch. Aber gut, jetzt endlich zum Elefanten im Raum. Der M1. Apples allererster eigener Computerchip. Wie gut ist das Ding denn? Nun ja, kurze Antwort, sehr gut. Also wirklich, sehr gut. Aber um das Ganze ein bisschen mehr zu verstehen, gehe ich jetzt auch ein bisschen mehr in die Details. Erstens mal, der M1 ist auf der ARM-Technologie. Das ist anders als zum Beispiel Intel oder AMD-Prozessoren. Die haben alle eine andere Technologie. Aber die ARM-Technologie hat auch ein extremes Potenzial. Ich meine, der schnellste Computer der Welt ist auf der ARM-Technologie. Also sprich, das Potenzial da ist auf jeden Fall immens. Und ja, wenn wir schon von Geschwindigkeit sprechen, ne, das Ding ist wirklich schnell. Also nicht mehr lustig schnell. So schnell tatsächlich, dass der MacBook Air mit 1000 Euro der beste Preis-Leistungs-Computer auf dem ganzen Markt ist. Der beste Preis-Leistungs-Computer auf dem ganzen Markt ist von Apple. Einfach nur wegen dem M1. Das ist schon nicht schlecht gemacht. Und man kann diese Geschwindigkeit auch wirklich in sehr, sehr vielen Szenarien sehen. Ein krasses Szenario ist, es gibt ja das Programm Logic oder Logic Pro 10 oder irgendwie sowas auf Apple-Geräten. Ne? Und dort kann man mit dem MacBook Pro und dem MacBook Air das komplette Lied Ocean Eyes abspielen. Ocean Eyes ist übrigens das Lied, mit dem Billie Eilish berühmt wurde. Also sprich, die ganzen Stimmen nochmal original hören und so weiter und so fort. Das Krasse ist, dass sogar das 1000 Euro teure MacBook Air das Ganze ohne Probleme schafft. Dafür braucht man normalerweise einen Computer, der circa doppelt so teuer ist oder fast doppelt so teuer ist. Das muss man sich jetzt mal das Ganze durchgehen lassen. Das ist also, da hat Apple was geschafft. Das ist schon sehr, sehr krass. Aber gut, jetzt kommen wir nicht mehr zum Videoschnitt. Das ist etwas, womit ich mich wirklich stundenlang befasst habe und ich kann bestätigen, zumindest für Final Cut Pro 10, also für Final Cut, ist es wirklich mega nice. Es ist natürlich komplett optimiert und all dieser Krams und es ist wirklich schnell, ernsthaft. Das Rendern geht innerhalb von Sekunden und selbst wenn man das gesamte Video rendern muss, dauert es maximal irgendwie so 1 Minute oder 2. Also es ist wirklich schnell. Man ist schon fast schockiert, wie schnell das Ding eigentlich funktioniert. Man denkt sich eigentlich, das geht doch gar nicht. Das kann doch eigentlich gar nicht gehen, Mann. Alle Animationen, also Text, Bilder, whatever, Videos, die man in Final Cut reinmacht, ey, ist alles butterweich. Und jetzt, wenn Animation mal nicht so krass butterweich ist, kurz 3 Sekunden rendern lassen und zack, ist die Animation wieder zurück zu butterweich. Also, Apple, ich weiß nicht, wie ihr das geschafft habt, aber wirklich, well done.
Fürs Exportieren ist auch ziemlich gut. Ich habe jetzt meine ganzen Sachen in 1080p, 60 FPS aufgenommen, wie auch dieses Video hier. Und das Exportieren, also sagen wir für ein 10 Minuten Video, braucht das Ding ca. 10 Minuten oder weniger. Also es ist wirklich ziemlich nice. Und ich nutze sogar schon H264. Es ist das Langsame. Also ja, overall kann ich nur sagen, es ist ein wahrer Traum für Videoschnitts und alle Videoproduzenten, die sich überlegen, dieses Gerät zu kaufen. Falls ihr Final Cut nutzt, tut es. Es lohnt sich zu 100%. Next up, Fotobearbeitung. Ich habe hierfür ein neues Programm genutzt, Affinity Photo. Das ist, meine ich, 25 Euro. Aber es ist schon für den M1 optimiert. Und ja, alles reagiert super schnell. Es gibt kaum Wartezeiten. Und generell ist Fotobearbeitung mit dem Ding einfach nur mega, mega nice. Also ich kann es wieder nur weiterempfehlen. Jetzt kommen wir allerdings mal zu dem Punkt, wo die meisten wahrscheinlich straucheln werden, sich das Ding zu kaufen, denn Adobe. Adobe hat bis zum heutigen Tage noch keine einzige App voll optimiert. Die Beta-Version ist von den meisten draußen mittlerweile und die wird auch immer wieder angepasst, aber die Vollversion für den M1 von Premiere, Photoshop, whatever, ist noch nicht draußen. Aua. Aber das hat mich auch erstaunt. Obwohl die Apps nicht optimiert sind, laufen sie trotzdem ziemlich gut. Gut, ist Final Cut schneller? Klar. Das ist aber auch von Apple, das ist optimiert, das ist all der ganze Krams. Aber Adobe ist schon dafür, dass es A nicht von Apple ist und B nicht optimiert ist, doch relativ nice. Für Browsing, ja. Natürlich, alles reagiert schnell und reagiert gut und die ganze Krams. Und natürlich kann man stundenlang surfen. Wie gesagt, angeblich von Apple 20 Stunden. Perverted. Gaming. Mac sind nicht dafür bekannt, gut zu zocken. Aber die paar Spiele, die es auf macOS gibt, laufen auch zumindest zum größten Teil ziemlich gut. Also zum Beispiel Minecraft läuft ziemlich gut, finde ich. Man kann es allerdings nicht so Sachen wie Call of Duty oder Fortnite zocken, ne? Denn dafür ist das Ding einfach nicht gemacht. Dafür ist die Grafikkarte viel zu schwach und so weiter und so fort. Dann der Lüfter. Das Ding hat einen Lüfter. Der MacBook Air hat ja keinen Lüfter. Aber das Ding geht nicht an. Also wirklich. Videobearbeitung, Fotobearbeitung, Browsing, alles angemacht. Das Ding wird vielleicht ein bisschen warm. That's it. Der Lüfter geht kein einziges Mal an. Es ist schon sehr, sehr impressive. Also wirklich, wenn man die Lüfter ankriegt, dann weiß man, jetzt machen wir wirklich was Extremes. Aber gut, jetzt last but not least, für wen ist dieses Produkt denn eigentlich geeignet? Nun ja, ich bin ganz ehrlich, die allermeisten brauchen es nicht. Für die allermeisten, die ein Mac haben wollen mit dem M1, kauft euch den MacBook Air für 1000 Euro. Denn der hat klar weniger Speicherplatz und klar weniger Gigabyte Arbeitsspeicher. Aber ich bin ganz ehrlich, für die allermeisten reicht das. Videoschnitt, Fotobearbeitung, Webbrowsing, all das kann man schon fast genauso gut machen auf dem MacBook Air wie auf dem MacBook Pro. Der MacBook Pro ist nur dann ein bisschen besser, wenn man auf lange Zeit krass viel Sachen macht. Also sprich, wenn man jetzt zum Beispiel 6 Stunden lang Videoschnitt macht, Fotobearbeitung macht und noch ein bisschen Coding macht, dann kann der Lüfter vielleicht mal angehen und dann hat der MacBook Pro den Vorteil, denn dann kann der halt die ganze Performance doch besser balancieren und halt dementsprechend halt dir geben. Aber für den Alltagsnutzer ist der MacBook eher sowas von ausreichend. Denn der M1-Chip ist in beiden Computern der gleiche. Aber ja, Leute, das war's mit diesem Review. Ich hoffe mal sehr, es hat euch gefallen. Ich hoffe mal sehr, es war informativ. Ich hoffe mal, ich habe mich gut geschlagen. Wie gesagt, das ist mein allererstes Technik-Review. Ja, ich habe mein Bestes versucht. Ich hoffe mal, das geht so gut. Leute, falls euch dieses Video gefallen hat, doch gerne wie immer Daumen oben da. Das unterstützt das Video und den Kanal. Ansonsten abonniere ich vergessen, damit ihr kein einziges Video mehr in der Zukunft verpasst. 90% der Leute, die diese Videos gucken, sind nicht abonniert. Also macht das auf jeden Fall. Glocke aktivieren, damit ihr immer benachrichtigt werdet, wenn ich ein neues Video hochlade. Ansonsten, Leute, ich bin jetzt seit einer halben Stunde in der Aufnahme.
Haut rein und ciao.